Und eines Tages kam die Emma dann zu mir mit so einem 1 Kilo Block Koks und hat das bei mir im Atelier zwischengelagert. Und das ist halt jetzt weg. Wie weg? Ja, weg halt. Also eigentlich nicht weg, aber eigentlich weg. Entweder ist es da oder ist es weg. Also es gibt nur eins. Okay, das war so. Die Emma hat das Kokain bei mir zwischengelagert. Ich habe ihr hoch und heilig versprochen, nicht daran zu naschen. Ich wollte eh nüchtern malen. Aber ich habe mich halt nicht dran gehalten. Das Zeug war rein. Und dann? Ja, und dann ist er gierig geworden, der Idiot. Und dann irgendwann bin ich auf diese Idee gekommen, dass ich eben das Kokain mit der Farbe vermische. Vorab-Koks, weißt du, wie sie ist, oder? Pigmente, Kokain, Leinöl, direkt auf die Leinwand. Und dann habe ich halt das ganze Koks vermalt. Und am nächsten Tag ist halt die Emma zu mir gekommen und war erst ursauer, weil das Koks weg war. Aber als sie die Bilder gesehen hat, war sie so begeistert und hat sie für das Beste gehalten, was ich jemals gemalt habe. Und da war ihr plötzlich egal, als ich ihr erzählt habe, was mit dem Kay passiert ist. Sie war urstolz. Und die Emma hat daraufhin alles organisiert und mir einen Platz beim Brückner in der Kunsthalle heute gecheckt. Es tut mir leid, ich habe wirklich nichts machen können. Was hast du nicht machen können? Er hat sich noch im letzten Moment entschieden, die Bilder von Martin nicht zu zeigen. Dieser Brückner ist, ready? Innerisch gesprochen, ein Verlobt, ein Lump, eine seelenlose Grinssau, zu Deutsch ein verkommener, böser Mensch, ein Verbrecher. Du machst sie immer fertig. Du hast dein Wort gebrochen. Dafür wirst du büßen. Ach, die Bühne, die... Was? Oh, mach es ja nicht! Bisschen langsamer. Geht's ein bisschen schneller? Der Wiener als solches ist ja ein mieselsüchtiger Grantscher, also ein schlecht gelaunter Mensch. Aber hier und da hilft ich dir. Bei mir auch, Mann! Ja. Mann, das hat mir total viel Spaß gemacht. Das war echt auch lustig und auch interessant. Aber ich muss morgen arbeiten. Ich brauche einen klaren Kopf. Ja, aber Freddy, du hängst in der Sache jetzt mit drin. Heute, wo ich den Kobold getroffen habe. Und heute habe ich gemalt. Das erste Mal wirklich gemalt, weißt du? Das war ein Kind. Kind Kobold, das ist einerlei. Das ist mein Kobold, der gehört jetzt mir. Euer Schorne zu deppert, mal das Bild fertig. Darum geht's doch in der Kunst, um freies Sein. Ja, was sind Kinder? Kinder sind frei im Denken und Tun. Dieser Kobold ist alles. Und jeder Mensch, wenn er geboren wird, macht Kunst. Nur verlernt er das dann. Wenn er politisch, ideologisch, religiös wird, dann stellt er sich der Kunst in den Weg. Aber jeder Mensch, wenn er geboren wird, ja, jedes Kind ist ein Künstler. Das ist klar. Ja, die zwei Herzerl haben heute Abend noch ein Geschichterl.